Jo, hier ist Mr. Mike vom Big Baller Brand Germany Channel. Es gab zwar kein Spiel in letzter Zeit, dafür sehr interessante Neuigkeiten. Wir fangen mit der Basketball-Neuigkeit an, weil das Weitere hat dann nichts mehr mit Basketball zu tun, auch nicht schlimm. Jedenfalls, Lava Ball hat bekannt gegeben, dass wenn der Vertrag von Lonzo Ball bei den Los Angeles Lakers verlängert werden soll, müssen alle Brüder mit unter Vertrag genommen werden, also LiAngelo und LaMelo müssen auch bei den Lakers spielen, sonst wird Lonzo Ball nicht mehr bei den Lakers spielen, wenn sein Vertrag abgelaufen ist. Das ist auch für jedes weitere NBA-Team so angekündigt, also jedes NBA-Team entweder nehmt alle drei oder gar keinen. Da denkt man sich erstmal, oder noch interessanter, was denkt sich Lonzo Ball so in der Sache? So mitgezwungen, mitgehangen, mitgefangen. Dad, das ist aber Spaß, oder? Ja, klar. Das ist total. Also ich finde das ziemlich, das ist sehr gewagt und ich bin gespannt, welches Team sich darauf einlassen wird. Klar, die Entwicklung von den zwei jüngeren Brüdern ist jetzt noch ungewiss. Keiner weiß, wo es genau hingeht, aber der Gedanke alleine überhaupt, ein Team dazu zu zwingen, okay, entweder nehmt alle oder gar keinen, ja, ich würde jetzt schon sagen, okay, Lonzo Balls Zukunft wird irgendwo in Litauen enden, also keine Ahnung, aber echt, gebt mir euer Feedback, eure Meinung dazu, das ist ein sehr interessantes Thema, das ist wirklich eine gewagte Sache, was er sich da hier rausnimmt, aber ja, Lava Ball halt, ne. Das andere ist, er darf auch keinen Rückzieher mehr machen, ne, wenn er das mal jetzt gesagt hat, denkt jeder, wenn er jetzt einen Rückzieher macht, denkt sich jeder, okay, der labert eh nur, das ist eh, muss man nicht ernst nehmen, deshalb, ja, weiß ich nicht. Vielleicht geht das dann doch mal nach hinten los, aber wir werden sehen. Des Weiteren, auch wieder sehr interessant, LaVar Ball, klar, wieder, ja, möchte Wasser importieren aus Litauen, weil es in Litauen das beste Wasser in ganz Europa gibt. Angeblich, das weiß ich jetzt nicht genau, habe ich nicht ganz nachvollzogen, ob das wirklich so stimmt. Wir hier in Bayern haben ja auch recht gutes Wasser eigentlich, habe ich mir gedacht. Und jedenfalls möchte LaVar Ball dieses Wasser aus Litauen in die USA importieren, exportieren, um es da dann gewinnbringend natürlich zu verkaufen. Ist ja klar, geschenkt gibt es da nichts und ja, eigentlich eine Marktlücke, oder? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Ja. Nächstes Thema, auch sehr interessant finde ich. Lonzo Ball hat sein erstes Rap-Konzert angesagt. Und wo wird es stattfinden? Ha, wer kommt drauf? Wer kommt drauf? Wo? In Litauen natürlich, diesen Sommer, Juni soll es losgehen, Karten sind noch keine verfügbar, aber ich finde es interessant und ich finde, die ganze Community hier vom Big Baller Brand Germany Channel sollte sich zusammentun, ich miete den Bus, Mr. Mike Production und Big Baller Brand fahren zusammen auf dieses Konzert und wir lassen es richtig krachen. Für weitere Informationen folgt mir bitte auf Instagram, da gibt es alles weitere, dass ihr gar nichts verpasst und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Tschüss.